Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Auswirkungen des russischen Überfalls auf die Ukraine werden weit über die Fragen der Energiepolitik hinausgehen und werden auch weit hinausgehen über Fragen der Verteidigungsfähigkeit unserer Bundeswehr. Wenn sich Hunderttausende Menschen auf die Flucht begeben müssen, wegen Putins Krieg nach Deutschland unter anderem fliehen, dann betrifft das auch Fragen der Unterbringung dieser Menschen, der Wohnungspolitik, des Arbeitsmarktes, Demografie, innere Sicherheit und nicht zuletzt eben auch der Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik. Meine Damen und Herren, Solidarität ist unser aller allgemeine moralische Verpflichtung gegenüber den Frauen und Männern und ihren Angehörigen, die sich dem Despoten in Osteuropa mutig und tapfer entgegenstellen. Denn diese Menschen verteidigen dort auch unsere Freiheit, auch unsere Werte, auch unsere Art, zusammenzuleben. Dafür verdienen sie Respekt und dafür verdienen sie Solidarität, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Dass aber gerade die AfD, meine sehr verehrten Damen und Herren, ausgerechnet die AfD mit ihrem Antrag die Auswirkungen des verbrecherischen russischen Angriffs auf die Ukraine beklagt, das ist schon einigermaßen paradox, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bereits seit Jahren sind es nämlich immer wieder Vertreter Ihrer Partei, Herr Protschka, die sich immer wieder gerne als größter Putin-Versteher überhaupt gerieren, die nicht sparen mit Lob für den starken Mann im Kreml, die wahrscheinlich es auch als im Geheimen oder vielleicht auch öffentlich als Blaupause sehen, wie Russland funktioniert und sich das teilweise auch für Deutschland wünschen, wahrscheinlich weil sie glauben, dass endlich mal weniger diskutiert und mehr durchgegriffen und mehr Fakten geschaffen werden müssen. Mit diesem Duktus der vergangenen Jahre, sich hier heute hinzustellen und die Verwerfungen an den Rohstoffmärkten zu beklagen, das ist an Perversion kaum noch zu überbieten, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Der Überfall auf die Ukraine markiert eine Zeitenwende der deutschen Politik, auch der Landwirtschafts- und Ernährungspolitik. Und natürlich sind Klimaschutz und Biodiversität auch in Zukunft wichtige Ziele der Landwirtschaftspolitik. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, beides lässt sich nicht wirklich erreichen, wenn man gleichzeitig besonderen Wert auf effiziente Produktion legen will, ja legen muss. Flächen stillzulegen, pauschale Reduktionsziele zu verabschieden oder den Verzicht auf den Einsatz von jahrzehntelanger eingesetzter Technologie, das ist ehrlicherweise nicht das Zeichen der Zeit. Es ist absurd, wenn einerseits glücklicherweise im Bereich der Energiepolitik Einigkeit auch in diesem Hohen Haus hier besteht darüber, dass man unabhängiger werden muss von Russland. Gleichzeitig darf es aber nicht quasi hingenommen werden, dass durch den Wegfall von russischem Getreide, von ukrainischem Getreide, die Preise an den Weltmärkten explodieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir besitzen mit der effizienten Landwirtschaft, mit der weltweit effizientesten und gleichzeitig nachhaltigsten Landwirtschaft, die es überhaupt gibt in Deutschland, den Schlüssel dazu, ein bisschen die Folgen dieses Krieges für die Ärmsten in dieser Welt zu lindern. Und das ist unsere gemeinsame Aufgabe, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ist es das Gebot der Stunde, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, Böden und Technologie und Manpower in Deutschland möglichst effizient zu nutzen, um Hungersnöte in anderen Teilen der Welt und übrigens auch Preissteigerungen für die Ärmsten der Armen in dieser Welt und auch für die weniger Betuchten in Deutschland möglichst moderat zu gestalten. Das ist ebenso ein moralisches Gebot der Stunde wie die Solidarität der Welt durch Waffenlieferungen. Dadurch, dass Menschen aus der Ukraine als Flüchtlinge mit offenen Armen in Deutschland aufgenommen werden. Aber es ist auch ein Gebot der Stunde, alles in unserer Macht Stehende dafür zu tun, dass es eben keine derart eklatanten Hungersnöte in der Welt gibt, meine Damen und Herren. Und da haben wir Instrumente und Maßnahmen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Freiheit und Wohlstand verteidigen die tapferen Männer und Frauen in der Ukraine in diesen Tagen unter Einsatz ihres Lebens. Unser Beitrag zu Freiheit und Unabhängigkeit muss auch in der Sicherung der Welternährung liegen. Flächen aus der Produktion zu nehmen, darf aktuell ebenso wenig dazu gehören wie pauschale Reduktionsziele, etwa beim Pflanzenschutz oder teilweise unsinnige Auflagen bei der Tierhaltung. Solidarität lässt sich auch aber nicht nur mit Waffen erreichen, sondern auch damit, dass man die Auswirkungen dieses Krieges für arme Menschen in der Welt und auch weniger betuchte Menschen in Deutschland möglichst weit begrenzt, so weit wie irgend möglich. Moderne Landwirtschaft, über die wir in Deutschland verfügen,
die frei von parteipolitischer Ideologie gestaltet wird, egal von welcher parteipolitischen Farbe wir sprechen. Das ist der Schlüssel dazu. Wir sollten ihn benutzen. Vielen Dank.